Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft Yeshios Survival. Viel Spaß beim Zuschauen. Okay. Ja, wie gesagt, das ist, dass ich Motorrad fahre, heißt dann lange nicht, dass ich mich damit super auskenne. Deswegen. Wenn du den Preis von meiner hörst, dann wirst du wahrscheinlich sagen, oh, ein Schnäppchen. Kauf ich mal 10 Stück von. 15. Oder sagst, nö, lass mal. Das ist wahrscheinlich eher. Oh, was? Brennende Monster. Ja, nee, ist klar. Das sieht doch schon viel besser aus. Kann man doch mit leben. Das ist doch eine schöne Übersichtskarte. Zumindest sieht man, wo man war und wo man noch hin kann. Ne? Besser. Hätte ich mal gleich machen sollen, hier 1 zu 16, ne? So, erstmal wieder raus hier aus dem komischen Tal hier. Und weiter geht's. Ich glaube, da schwimme ich mal lang, das ist glaube ich besser. Möchtest, versuch's mal mit 1000, warte mal, 2000. Eine Yamaha XJ900. Aber gut. Blau da hinten. Ey, ich glaube, ich habe ein. Steht ein Haus. Super. Ich habe ein Haus gefunden. Die Wiege der Zivilisation. Ich habe sie. Hoffe ich. Wohnt hier einer? Sehr witzig. Wie geil ist das denn? Okay, wo eins ist, könnte noch mal mehr sein, oder? Weiß, was ich hier gefunden habe. Eine Hexe. Verdammt. Boah. Na toll. Giftig. Eieieiei. Ah, 23 Sekunden. Na, immerhin hat sie Schwarzpulver fallen lassen. Alter. Essen. Essen. Oh! Der war irgendwann der Hexenkessel. Genau. Die lässt aber auch nicht mit sich handeln, ne? Blödes Vieh. So. Hey,
nicht, du. Ja, siehst du, dass ein Hexenkessel ist, da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet in dem Moment. Ja. Ist ja niedlich. Ein Hase. Da müsste ich mir eigentlich welche vor mitnehmen zum Einpflanzen, oder? Habe ich denn dafür Platz? Jetzt nehmen wir uns ein paar Kakteen mit. Sand habe ich ja genug da, aber die Dinge habe ich bei mir noch nicht gesehen. Das sollte reichen. Hinten, ich habe ein Dorf gefunden. Da ist eins. Ein echtes Dorf. Wie geil. Oh ja, alles klar. Mach's gut. Wortsynonym, mach's gut. Und ja, bis die Tage dann. Beziehungsweise, wir sehen uns ja sowieso. Den Garten habe ich hier. Dann sollte ich die Dorfbewohner nicht direkt angreifen. Mach loser. Hallo, Fremde. Den Pfeil machen. Ja. Wer bist du? Werkzeugschmied. Noch einer. Ach, das ist der Brunnen, genau. Für Smaragde kriege ich von dem eine Eisenschaufel. Mit Behutsamkeit und Haltbarkeit 2. Wow. Mein Mann, du bist aber gierig, mein Freund. Du? 18 Faden für Smaragd. Ein Smaragd kriege ich 11 Pfeile. Okay.
Noch ein. Auch ein Fallmacher, wo bin ich denn hier gelandet? Ist hier keine Bauern oder so? Ist ja cool, der ist im Haus eingesperrt, wa? Und soll ich dich mal befreien? Komm. Arme Socke. Der Werkzeugschmied, siehst du, den haben sie gleich eingemauert hier. Bin ich bei euch sicher? Ich glaube, ich werde mir hier mal ein Bett hinbauen. Kurz. No. Jetzt geht nicht. Nein. Ja, dass ich das dort gefunden habe, ist natürlich noch die Frage. Finde ich das wieder? War der Werkzeugschmied, der geflüchtet ist? Ende für ein Haus. Hier, ne? Da war die, das war glaube ich die Schmiede, meine ich, ne? Kann das sein? Oh, ah. Sehr schön. Nein, da habe ich keinen Platz dafür. Wohin damit? Jo, das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Mit Kompass, Mann, irgendwie bin ich total voll hier. Das ist doch. Schmeißt gleich mal hier so eine Karte raus oder so. Egal. So, passt. Ja, jetzt würde ich mir das natürlich, müsste ich mir das natürlich irgendwie mal auf der Map markieren, das Dorf. Das wiederfinde. Kehre zu euch zurück. Ich werde jetzt mal die Heimreise antreten. Und werde mir hier immer so schön so ein paar Fackeln hinstellen. So. Damit ich das Dörfchen wiederfinde. Fackel markierten seinen Weg.
doch schon mal klasse. So, guck mal. Das sieht doch schon mal super aus. Jetzt weiß ich wieder, wofür ich die Fackel mitgenommen habe. Rotäugiger Hasen. Soll ich mir dann Gedanken machen? Jo, genau so und nicht anders. Jemine. Dann baue ich das nächste am besten hier oben auf dem Berg. Dann finde ich das auch. Lass mal kurz hier oben auf den Berg gehen. Das ist aber auch an einer richtig geilen Position, ne? Also irgendwie. Oh, ja, eine Unterwasserfackel. Hm? Sollte das irgendwann funktionieren, dann. So, ein Leuchtfeuer. Mitten im Wasser. Ich hoffe, da sieht man von da hinten. Schwarze Schaf. Also das nächste Mal nehme ich mir ein Boot mit. Diese Richtung aufbreche. Und runter. Cool. Inselhopping hier machen. Sollte nicht eigentlich auf dieser Map alles da sein, was ich schon gemacht habe? Gute Frage. So, da habe ich eins. Da unten müsste ich. Wo habe ich denn die andere Fackel dahin gebaut? Da hinten, ne? Genau. Wo da sind. Sollte auf jeden Fall, sollte man da so wiederfinden.
Was? So, da haben wir auch noch eine. Weiter geht's. Ah, hier sind die Lamas, da bin ich schon mal auf dem richtigen Weg. Ui, es fängt an zu regnen und es wird wieder Nacht. So, der eine Runde schlummern hier, weiter geht's. Ja, dahinter fängt das Grasland wieder an. Okay. Gras und Waldland. Was hier alles gibt, Mann. Da oben möchte ich gerne ein wie heißt das? Leuchtturm ausmachen. Da bin ich durchgekommen durch das Gemüse. Das sehr krass. Wie sieht das denn eigentlich mit den Karten hier aus? Auf jeden Fall bin ich auf dem richtigen Weg. Weiter geht's im Text. Autsch, sowas tut weh. So, ich habe es auch rausgeschafft. Na Jungs. Kuckuck, komm mal. Damit locken. Und nicht. Thank you.
So, jetzt sind wir. Komm ich hier nicht. So, wenn ich hier überall diese Türmchen hinsetze, dann müsste ich eigentlich jo, alles wiederfinden, denke ich mal. Glaube, da hinten ist schon wieder mein Gebirge. Ari. Keine Erde mit einem Türmchen zu machen. So. Weiter im Text. Autsch. Ah, die Höhle, wo ich reingefallen war. Man doch irgendwie alles wieder, ne? Alles, was mal wehgetan hat, da erinnert man sich. So, das wird auch wehtun wahrscheinlich, was ich jetzt mache. So. Karte. In die Richtung. Warum, ich werde hier einfach mal, hier ist doch diese Lichtung, da will ich einfach mal so ein paar Kappeln drauf bauen. So. Ein Richtungsfall. So, wen habe ich denn da? Strikazero, guten Abend. Grüße dich. Schön, dich wiederzusehen. Und noch einmal Erde. Das ist aber. Dann werde ich die Fackeln dann einfach in die Natur setzen. Ist das da hinten eigentlich? Sieht ja krass aus. Ein Baum. Ein so komischer Berg da drauf. Ein Berg mit einem Baum da drauf. Ja, super. Das wollte ich sagen. Scheiße, was das denn? Die fliegt ja in der Luft. Wow. Guckt man sich ja vor, hier wie in diesem Film, wie hier noch gleich? Avatar, genau. Die Map sagt, du bist am Ende. Ende. Moment, da bin ich noch nicht. Da könnte ich sein. Karte 5. Oh ja, Karte 5 am Anfang. Sehr gut. Ja, ich habe eine kleine. Oh. Ups. So weit raus wollte ich nicht. Ich habe eine kleine Expedition gemacht und habe ein Dorf gefunden. Ein ganzes Dorf.
Und jetzt versuche ich mir gerade den Weg dahin zu markieren. Im Rückweg zu mir. Baue ich da mal eine Straße hin oder so? Aber ich glaube, das ist kein Tageswerk, eine Straße hinzubauen. Wahrscheinlich eher so ein bisschen so ein Wochenwerk oder so. Auf Erde. Ich mir wieder so einen Markierungspunkt setzen. Das tut weh, das tut weh. Ich habe keine Schaufel mitgenommen. Habe ich nicht mit. Weil ich jetzt schon überladen bin, beziehungsweise hier zu voll bin. Deswegen hatte ich auf eine Schaufel verzichtet, weil Erde ja relativ schnell weggeht. Aber wie man sieht, alles voll. Karte, Fackeln. Alles voll. Und Kakteen habe ich mitgenommen. Werde ich erstmal einpflanzen bei mir. Karte 3 müsste ich jetzt. Na, fast. Fast. Ich glaube, ich bin ein bisschen abgedriftet. Wird wieder dunkel. Das wäre natürlich eine Maßnahme gewesen, ja. Das hätte ich von Anfang an machen müssen, ne? Das heißt, von hinten an bis nach vorne. Ja, stimmt. Das ist wahr. Lass hier einfach noch mal ein paar Fackeln. Dann leuchtet das Gemüse ja schon mal wieder. Auf jeden Fall sehe ich die relative Position. Das heißt, ich bin immer noch auf Karte 3. Links von meiner. Okay. Ich werde das nie wiederfinden. Niemals. Oh, ich finde das wieder. Irgendwie ist mir der Hinweg
Weil ich weiß, war glaube ich Y die Höhe, ne? Genau, Y war die Höhe. X und Z waren wichtig, genau. Jo, so bin ich aber bald wieder. Minus? Wieso Minus? Moment. So, jetzt mal eben meine Hauptkarte holen. Ja. Da bin ich auch nicht mehr drauf zu sehen. Glaube, ich bin an meinem Berg schon vorbeigeschossen. Ist natürlich, da ich jetzt natürlich das Bett hier benutzt habe, ist der Spawnpunkt ja auch nicht mehr derselbe, ne? Da kommen wir der Sache schon näher. Ich glaube, das war das angrenzende Gebirge zu dem, wo ich beheimatet bin. Eigentlich mal hier so ein Türmchen bauen nehmen. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Ich werde hier mal eben die Karte etwas erweitern. Und dann sehen wir weiter. So, das war's schon.
Wenn ich links davon bin, dann heißt das, Moment, das würde bedeuten, das würde erstmal bedeuten, dass ich jetzt gerade mal gar nichts mehr checke hier. So, ich schnappe mal eben die neue Karte. So, weiß ich zumindest schon mal wieder, wo Norden ist. Das heißt, da bin ich hergekommen. Da muss ich theoretisch hin. Da bin ich aber schon vorbei wahrscheinlich. Das heißt, ich muss in diese Richtung. Unglaublich. Die Erde können wir schon mal nicht mehr mitnehmen, aber egal. Hallo Kuh. Hast du schon mal einen verwirrten Wanderer gesehen? Hier ist einer. Ein verirrter Wanderer, so. Ein verwirrter. Verwirrt natürlich auch, aber meistens verirrt. Freddy sagte, jo, ich bin auf, hau rein. So. Ja, denn. Na, geh doch mal mit, du Kuh. So. Ach ja. Es gibt kein Problem, das man nicht durch Tauchen regeln kann. Achtung! Macht's ja nur ungern. Also, wo findet man dann wieder nach Hause? Das habe ich mir auch anders vorgestellt, aber gut. Ich glaube, wenn ich jetzt noch eine Stunde den Heimweg hier gesucht hätte, dann ich hab da was am Hintern. Wir müssen doch hier hoch. Hier.
Da oben ist was. So, wollen wir uns mal den Weg nach Hause freikämpfen. Ja. Ist auch okay. Wir sind auch dran. Home sweet home, da ist es. Ich würde sagen, ich mache mir jetzt mal irgendwo hier so eine große Wand hin. Und werde erstmal die ganzen Karten hier aufhängen. Einmal gucken, wo er überall war. So, mal ganz kurz das Bettchen wieder wegpacken. Oh, Quatsch. Bettchen einmal wegpacken hier. Zack. Die Truhen packen wir auch weg. Karten warte ich hier. Zumindest die benutzen. Papier raus, Karten raus, Kompass raus. Irgendwo hatte ich hier noch eine Truhe für diverse da. So, da kommt rein. Fackeln. Schwarzpulver. Und eine Hexe. Eisenstiefel. Tue ich mal hier mit rein. Genau. Und hier hatten wir noch Eisen. Warte, das Fleisch, was habe ich denn mitgenommen? Braucht man eigentlich nicht. Braucht man eigentlich gar nicht. Absoluter Notbehelf, wenn man am Sterben ist oder so. Und nichts weiter geht. Das mit. So, Pflanzen. Unser Kack. Muss ich mir mal was überlegen, wo ich den hinpflanze hier. Karten brauchen Rahmen, wenn mich nicht alles täuscht. Oh. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Macht's gut, bye bye.